Okay, bist du bereit? Du musst halt wieder näher rangehen. Ja. Hallo und herzlich willkommen beim Twister Talk im Jahre 2018. Ich bin Daniel und ich sitze hier mit Twister. Ein frohes neues Jahr wünsche ich dir. Wünsche ich auch, vielen Dank. Danke dir, jetzt danken wir uns hier die ganze Zeit. Ja, Thanksgiving at work. It's Turkey Lurkey Time. Es ist nicht nur Turkey Lurkey Time, sondern es ist wieder Star Trek Time. Warum? Es war die Winterpause. Twister und ich haben jede einzelne Episode gesehen und diese minutiös für euch im Rahmen des Twister Talks besprochen. Seziert, ja. Seziert haben wir das sogar, ja, wie ein Truthahn an Thanksgiving. Oh, ja. Ja. Das Jahr beginnt und wir sind gedanklich schon an Thanksgiving. Thanksgiving? Bist du eigentlich Puritaner? Ich weiß nicht mal, was das ist. Das sind die Menschen, die die Neuengland besiedelt haben. Achso, ich dachte. Und dort dann Puritaner. Achso. Nein, also es ist keine Alien-Spezies aus Star Trek. Nein, ich dachte jemand mit wenig Geld. Ach so, Puritaner. Ja. Nein, Puritaner. Ja, ich weiß. Genau, also eigentlich müssten wir ja auch mal nach Neuengland reisen. Vielleicht schaffen wir das. Nochmal? Nein. Nicht. Aber dafür reisen wir in andere Welten und zwar über Netflix in die Welt von Star Trek Discovery, Twister. Und dort in andere Dimensionen, sogar andere Universen. Selbst das, ja. Wir hatten jetzt Winterpause, die war ausgesprochen gut, muss ich sagen. Hast du auch die Winterpause genossen? Nein, ich habe hungernd vorm PC gesessen und auf Star Trek gewartet. Und jetzt komme ich hier völlig ausgemerkelt und das Sci-Fi-Entzug zu dir ins Studio und kriege endlich wieder Futter. Ja, das finde ich hervorragend, denn ich muss kurz sagen, vor dem Twister liegt wieder, wenn ihr die Twister-Talk-Episoden kennt, wisst ihr, es gehört immer zu Star Trek oder generell zu Serien indisch, insbesondere Twisters geliebte Nummer 122 dazu. Ja. Ich esse immer irgendwas Beliebiges beim Inder, inklusive Ginger Ale. Jawohl. Also kurz gesagt, gutes Essen, gute Unterhaltung und gute Gesellschaft. Ganz genau. Die Heiligen Drei Könige. Oh, Twister, ja. Die Heiligen Drei Könige, Mensch. Denn wir haben heute den 11. Januar 2018. Die Heiligen Drei Könige waren da. Ach ja? Ja. Dafür bin ich religiös viel zu ungebildet. Na, du müsstest einfach nur in deinen Handykalender gucken, denn da steht das auch drin. Ach, der ja? Feiertag Heilige Drei Könige, ja. Stimmt, da klingelt was. Vor 20 Jahren hatte ich davon mal was gehört. Ja. Als du noch ein kleiner Baby-Bub die warst. Die kamen viel zu spät, die Lappen. Die Heiligen Drei Könige ja. Kamen zu spät zu dir? Nein, zum Jesus. Zum Jesus kamen ja. Die zu spät? Ja, der wurde rausgepresst und zwei Wochen später kommen sie an den Start und stehen Spalier. Na, aber immerhin gab es Gold, Weihrauch und Myrrhe. Richtig. Ja. Jetzt, was für Exkurs. Ja. Okay, im Kaninchenstall. Ja. Ja, Gold, Weihrauch und Myrrhe. Für uns gab es Gold, Weihrauch und Star Trek. Wieder. Ihr müsst wissen. Ja, wo ist mein Gold? Ja, also wir haben uns selbst beweihräuchert, oh, ja. Während wir Star Trek gesehen haben, was für uns wiederum Gold ist. Ja, absolut. Beziehungsweise mehr für dich als für mich. Ich glaube, das wird sich jetzt auch im Rahmen dieses Podcasts, dieses Twister Talks herausstellen, Twister. Herauskristallisieren. Ja, dass unsere Meinungen doch jetzt weiter auseinandergehen. Nee, also ehrlich gesagt gar nicht mal, glaube ich. Denn ich glaube, dass du die Charakterbesetzung etwas stärker kritisierst als ich. Ich nehme die hin und fokussiere mich zugunsten des Unterfangens von Star Trek eher auf die absolut fulminale Bildgebung. Und das muss ich sagen, da stimmst du mir bestimmt zu, ist kaum zu toppen. Beziehungsweise meiner Beobachtung nach von den vielen abgenommenen Serien, was die Qualität von Sci-Fi, Action und Special Effects, Qualität, Reichhaltigkeit und alles drum und dran angeht, wirklich absolut undisputed. Kennst du die Serie The Expanse, auch auf Netflix verfügbar? Nein, kenn ich nicht. Da habe ich 5 Episoden reingeschaut, ebenfalls eine Science-Fiction-Serie. Nur kamen mir die Filmsets dort vor wie Filmsets, tatsächlich. Also es wirkte wie im Studio gedreht. Die Handlung hat mich überhaupt nicht mitgezogen und dann habe ich in die Episodenliste geschaut und gesehen, oh, es sind schon 5 Episoden vergangen. Schlechtes Zeichen, denn es war
nicht spannend, es war nicht interessant, es hat mich nicht gereizt, weiterzugucken, dann habe ich diese Serie abgebrochen. Im Gegensatz zu Star Trek Discovery, die, wie Twister sagt, eben bildgewaltig daherkommt, tolle Effekte hat. Und bindend, trotz massiver Kritikpunkte deinerseits. Ja, mehr oder weniger, mehr oder weniger. Also, du fühlst dich jetzt nicht ambitioniert, da abzuspringen, habe ich recht. Und das nicht, weil es Star Trek ist per se, sondern weil es doch irgendwie wirklich was anbietet optisch. Also sagen wir mal so, ich bin sehr nah am Abspringen. Wenn wir jetzt nicht diesen Twister-Talk machen würden, weiß ich nicht, ob ich die Serie freiwillig so weitergucken würde zum Zeitvertreib. Das liegt dann auch wirklich an den Charakteren, an die Hauptcrew, die da präsentiert wird. Wenn du dich an unsere allererste Folge erinnerst, wo wir Star Trek Discovery besprochen haben, ja, habe ich dich gefragt, was macht für die Star Trek aus? Du hast von vornherein gesagt, die visuellen Effekte. Ja, und das Bildgewaltige. Ja. Da bist du jetzt noch voll dabei. Und ich habe geantwortet, die liebevollen Charaktere. Wie in Star Trek, The Next Generation, Deep Space Nine, Enterprise, Voyager und so weiter. Also auch die Archer Crew war ja auch nicht unsympathisch. Da habe ich übrigens auch erst kürzlich ein paar Folgen von gesehen und war sehr angetan von der Crew. T'Pol und so weiter. Und im Vergleich zu dieser Serie mag ich die nicht. Ich finde die Charaktere nicht liebevoll, gar keinen. Also bei Lorca ist das ja noch absichtlich und damit habe ich mich jetzt abgefunden, dass das so ein zwielichtiger Charakter ist. Den Saru finde ich super, aber den Rest gar nicht. Also Tilly, Tyler und wie die nicht alle heißen, besonders jetzt auch Michael Burnham, mit der kann ich gar nichts mehr anfangen, interessiert mich nicht, zieht mich nicht mehr mit. Ich finde teilweise die Handlungen, die da passieren, auch jetzt besonders in dieser Episode, was den Tyler betrifft, den Bezug zu dieser Klingonin und wer er mal war und so, klar, aber es kommt mir so vor, als ob es Vielschichtigkeit sein soll, nur um der Vielschichtigkeit wegen. Also als Selbstzweck. Oh, wir müssen jetzt alles besonders vielschichtig machen, weil das Star Trek nie vorher war. Und jetzt lass den Tyler nicht wissen, woher er kommt. Lass den Lorca zwiespältig sein. Lass die Michael auch irgendwie halb Mensch, halb Vulkanierin sein und sie auch so ein bisschen zwiespältig machen. Und ich finde, diese Charaktere haben alle keine Sympathie. Es ist ein sehr eintöniges Kolorit, wie die gezeichnet sind. Und tatsächlich eintönig, obwohl sie die ja deep machen wollen, also obwohl sie ja eine sehr tiefe Figurenzeichnung versuchen, finde ich sie trotzdem noch oberflächlich, also uninteressant, weil sie sehr schablonhaft daherkommen, die Charaktere, und ich nicht diese Liebe, nenne ich das jetzt mal karikiert, empfinde, beispielsweise wie für beispielsweise wie für Mr. Data oder Janeway. Ja, diese großen Nummern früher, wo wir wirklich die einzelnen Episoden mitverfolgt haben und auch wirklich die Charaktere, Charakter. Charakter heißt ja das Gezeichnete, die gezeichnete Figur kennengelernt haben und deren, sagen wir mal, die eine charakteristische lineare Kohärenz aufbauen, ja, konnte, also wir haben, wo man halt einen roten Faden hat, auf den man sich verlassen kann. Das ist eine Person, die ist so, da hat man was in der Hand und ja, die hat nicht irgendwie tausend. Nee, aber wir haben auch die Flaws der Figuren gesehen, natürlich. Ja, richtig, aber es gab halt eine Linie, der man folgen konnte, und das war nicht immer was nicht Halbes und nichts Ganzes. Ich glaube, das meinst du, ne? Ein Mensch, die Maike oder so, die dann irgendwie nicht wirklich Mensch ist, weil sie noch Vulkanier drin hat, dann hat sie da ihre Issues. Vergiss nicht, das hatte er. Dann ist sie Held und Anti-Held und diese ganzen Sachen. Ja, genau, aber vergiss nicht, dass das ja Spock auch hatte. Nur kam Spock wesentlich sympathischer daher. Ja, richtig, aber Spock war einer, der hatte damit sein Unikat, seine Monopolstellung. Die anderen hatten so eine Base, genau, wo man wusste, da ist es. Aber hier ist es so, kaum einer hat wirklich eine Base. Sie sind entweder fragil oder sie sollen zum Beispiel Tyler, der soll stark sein, Sicherheitsoffizier, sonst was, aber ist geistig auf dieser Ebene so durchgereicht, dass er überhaupt nicht mehr zurechnungsfähig ist. Das heißt, das ist nicht wirklich eine Base, weil bei dem weiß man nicht, wo man dran ist. Bei der Michael weiß man es auch nicht. Ungewisse Zukunft, Gefängnis oder Karriere in der Sternenflotte, keine richtige Rassenzugehörigkeit, keine richtige Spezieszugehörigkeit, noch viel schlimmer. Dann bei Tyler weiß man nicht nur nicht, ob er zurechnungsfähig ist oder nicht. Man weiß nicht mal, ob er überhaupt ein Mensch ist letzten Endes oder nicht. Oder was die Klingonen da mit ihm gemacht haben, auf welcher Seite er steht. Da weiß man halt basically überhaupt gar nichts. Das verstehe ich als Kritikpunkt, was das Star Trek angeht, dass das ein bisschen die ursprünglichen Roots etwas entstellt, etwas pervertiert, um es so zu sagen. Doch muss ich sagen, dass ich das teilweise persönlich positiv aufgreife, weil es so ist, dass
Ist für mich relativ spannend, das muss ich zugeben. Den Tyler, den mag ich optisch nicht. Der Typ ist bestimmt ein super Typ, aber das ist für mich so ein Schmieriger, der müsste sich mal rasieren, verstehst du? Der sieht aus wie, das will ich jetzt nicht sagen, Leute an Stellen, wo man nicht hingucken sollte, wenn sie irgendwie länger mal eine Dusche nicht gesehen haben, das in der Visage. Er hat Das so war das speckige Dingens, aber dafür kann er nichts letztendlich. wollte ich dir ja auch sagen. Also ich Aber noch finde, kurz dazu, ja. spannend finde ich tatsächlich, wie die Leute sich das überlegt haben von Star Trek, seinen Werdegang aufzubauen und was in der Vergangenheit ihm zugestoßen ist, wie sie das auch wissenschaftlich aus meiner Perspektive biologisch aufziehen, um zu gucken, hat das tatsächlich Hand und Fuß? Wäre es theoretisch mit Rücksicht auf die Fiktion möglich, derlei Dinge biologisch halt zu installieren, künstlich, um halt diese entsprechenden Outcomes, die er da gezeigt hatte, mit übergeordneter, mit neuer Persönlichkeitsansiedelung oder mit Transformation biologischer Lebewesen oder Symbiose vielleicht sogar von klingonischen Elementen mit menschlichen, ob man das irgendwie mit Hand und Fuß rechtfertigen könnte, sowas tatsächlich realitätsnah etablieren zu können, unter der Berücksichtigung natürlich der fiktiven Fußnote dabei. Und das, muss ich sagen, ist ein Element, das finde ich ausgesprochen spannend. Muss ich ehrlich zugeben, das ist ein Daumen hoch, den ich da gebe für Star Trek, was jetzt nur als Beispiel an ihm, an dem Tyler aufgehängt ist. Und dazu ist es so, dass ich sagen muss, dass nach einigen schauspielerischen, ich will mich jetzt nicht groß auftun, wie ich schon mal gesagt hatte in Podcasts davor, habe ich selber mit unverhältnismäßig viel leichter zu spielenden Szenen schauspielerische Erfahrung und weiß, dass es nicht leicht ist, vor einer Crew von Leuten zu stehen und zu tun, als wärst du was, was du nicht wirklich bist. Und wenn du dann einen schwierigen Part hast, zum Teil, ist es über alle Maßen schwierig, das umzusetzen, zum Teil. Und da muss ich dann noch abschließend so sagen, dass nach einigen schauspielerischen Enttäuschungen, trotz dass ich Achtung vor den Leuten habe, denn man sollte nicht anfangen zu urteilen über schauspielerische Leistung, wenn man in seinem Kämmerlein sitzt und kritisieren kann. Denn das ist das, was jeder kann. Das ist kein Ding. Natürlich ist es deren Job und man sollte erwarten, dass sie den Job richtig machen. Das lese ich schon in deinen Augen, keine Frage. Aber das nochmal qualifiziert, was ich jetzt sagen will, vorausblickend ist, dass nach einigen schauspielerischen teilweise Enttäuschungen, die ich nachsehe aufgrund eigener Erfahrung, deshalb habe ich das gerade gesagt, muss ich sagen, haben sie sich bei Szenen, die ich als schwierig interpretiert habe, schwierig umzusetzen, sich durch schauspielerische Leistung partiell oder weitestgehend tatsächlich positiv für mich hervorgetan haben. Deshalb da nochmal ein großes Lob an die Sache. Das ist mir jetzt in der Folge wie viel? In der Folge X, in der neuen Folge 10. nach 10, nach der Winterpause durchaus zum Teil positiv aufgefallen, neben händeweise extrem gut durchdachter, extrem gut bearbeiteter und mystifizierter, mir fehlt Ja, jetzt das ist es richtige Wort, mystifiziert, ne? mit Ja. Effekten und so bearbeiteter Bilder, also wirklich ausgesprochen gut, da hatte ich einiges zu gucken. Also, um noch mal kurz zurückzublicken auf die Figuren, ich finde, dass die auch fehlbesetzt sind, auch aufgrund der Optik, die mich persönlich einfach nicht anspricht. Das ist einfach Geschmackssache. Du hast schon Ja. den Tyler erwähnt. Bei mir ist es auch die Tilly und der Stamets und der Doktor, den es jetzt auch Gott sei Dank nicht mehr gibt. Und ich finde, da ist halt auch keine große Figurenentwicklung drin. Ich meine, natürlich sollen das ambivalente Figuren sein. Auch bei der Michael, man weiß nicht, geht es da um Freiheit oder ist sie doch gefangen? Ja, Aber ich muss da also einwerfen. Gefängnis oder Föderation. Aber entwickeln tun sich die Charaktere. Der Stamets ist von einem hochnäsigen Wissenschaftler ein Entwicklungsstadium durchlaufen, das ihn letztendlich bis zu einem blinden Seher hat transformieren lassen, der prophetischen Charakter hat. Also, und wirklich zutreffende Aussagen treffen kann. Und man sieht wirklich ausgesprochen gut durchdacht in den Folgen weit davor, dass teilweise Ereignisse auch mit dem Stamets zutage treten, wo er die Tilly einmal, ich glaube vor 3 Folgen oder so, in Folge 7, einmal Captain genannt hatte. Und das dachte man, das wäre so ein komplett random Ereignis, aber das war tatsächlich absolut prophetisch, weil er hatte da schon was gesehen, das fiel mir jetzt auf, weil jetzt hat sie in einem Paralleluniversum, da kommen wir noch drauf, mit dem geschichtlichen Inhalt dann, da hat sie tatsächlich einen Captain-Sitz. Also es ist so, als ob eine komplette Zeit
Phase bereits vorgeplant ist und einfach abläuft. Das ist wirklich krass gemacht. Und da muss ich sagen, haben sie sich auch ab von der Inszenierung, was die Bühnenbearbeitung und die Effekte angeht, wirklich geschichtlich über lange Strecken wirklich einen guten Kopf gemacht, sodass das letztendlich das Bild wie so ein Puzzle sich zusammensetzt. Und das muss ich sagen, gefällt mir. Das gibt dem Ganzen Tiefe. Mir gefällt das nicht, denn dass das eine Paralleluniversum-Geschichte war, das war sehr früh abzusehen, eben durch die diversen Hints, die gelegt wurden. Einige haben wir bereits entdeckt und andere nicht. Sonst hätten wir auch nicht vorher schon über den Topos des Spiegels gesprochen, intensiv, oder auch des Spiegeluniversums. Das hatten wir bereits angesprochen. Es waren ja auch schon Internettheorien, also es sind schon andere darauf gestoßen. Natürlich muss man als Drehbuchautor, wenn man weiß, Episode 10 lasse ich sie jetzt tatsächlich in ein Paralleluniversum fliegen, hier und da im Vorfeld einige kleine, ja, Hints nennen wir das ja, legen. Einige kleine Hinweise, die der Zuschauer, je nachdem, ob er diese Zeichensysteme versteht, die chiffrieren kann oder nicht. So, sei es jetzt die Zeichensysteme Star Trek oder eben diegetisch. Also so, die eben wie zum Beispiel der Topaz des Spiegels, der immer wieder auftaucht, oder des Spiegelbildes, dass wir das dann dechiffrieren können, weil wir uns im Star Trek-Universum befinden. Aha, vielleicht könnte es eine Handlung in einem Spiegeluniversum oder Paralleluniversum geben, so wie es jetzt eben der Fall ist tatsächlich. So, deswegen fand ich das nicht überrannt. Ob es dem Tiefe gibt, sei auch mal dahingestellt, denn die Idee eines Spiegeluniversums oder die Handlung innerhalb einer Star Trek-Episode im Spiegeluniversum ist auch nicht neu. Ich denke gerade an die Episode Star Trek The Next Generation, wo sie auf die alte Enterprise C treffen, und dort befindet sich die vor 5 Staffeln verstorbene Tasha Yar, die alte Sicherheitschefin, plötzlich noch an Bord als Gastrolle. Und einzig die Whoopi Goldberg blickt dadurch, dass die jetzt gerade in einem Spiegeluniversum sind, beispielsweise. Das waren immer in Star Trek sehr interessante Folgen, natürlich. Auch Zeitreisefolgen, die ich sehr mochte, aber es ist jetzt nicht neu. Nee, ich Natürlich. sage auch nicht, dass es neu Nein, nein, ist. Ich nein, sage bloß, du dass es sagst, dass gut es dem ist. Tiefe gibt. Ja. Aber, und ich sage dir, ja, natürlich gibt es dem Tiefe, aber dieser Trick, Spiegeluniversen zu bedienen, besonders im Star Trek-Universum, der ist ja nicht neu. Das ist Den, richtig. so. Richtig. Das wollte ich hier nur noch mal betonen. Ach so, ja. Nee, So. das ist klar, Und aber das das. ist, dass ich auch schon vorher darauf gekommen bin, dass es darauf hinauslaufen wird. Ja, nur jetzt So. zum Beispiel haben wir schon Vorblicke. Es wird in der zukünftigen Episode ein Schloss geben. Ja. Es wird ein Schloss geben und ich nehme an, da ist dann der Imperator, wenn wir das schon Ah, mal ja, siehst du, hör mir wissen. bloß auf. Das sind dann auch Begriffe, die fallen. Die Terraner kam da jetzt plötzlich vor. Der Imperator. Ja, dieser Begriff ist natürlich durch Star Wars und den Palpatine, Ian McDiarmid, sehr vorgeprägt, sage ich mal. Also wenn ich den Begriff Imperator höre, wird bei mir die Assoziation losgelöst, und ich habe das Bild des Star Wars Imperators Bei mir tatsächlich irgendwie überhaupt nicht. vor Ich sehe die Augen. menschliche Natur, ich sehe Emergenz, ich sehe Soziologie, ich sehe menschliche Natur in ihrer Reinform. Denn menschliche Natur, wenn du die loslöst von Moral weitestgehend und von gesellschaftlichen Banden, dann wird sich immer einer erheben. Das sehen wir tausendfach in unserer Ja, Geschichte. das sehen wir tausendfach, und wir haben auch während der Rezeption von der neuen Episode gemerkt, dass die auch immer mehr politisiert ist, beziehungsweise Ja, das ist eine Sache, das stört mich ganz aktuelle massiv. politische Ja. Diskurse aufgreift. Im Sinne von Divergenz wird im Paralleluniversum irgendwie nicht zelebriert, sondern ganz im Gegenteil. Es wird zunichte gemacht. Es ist nicht mehr begrüßt, wenn die Welt divers ist. Ja, natürlich. Unterdrückung wird da zelebriert in Form dieser Terraner, die ja das Imperium, nennen wir es jetzt mal, ähnlich wie Ja. Star Wars, aufgestellt haben. Und das war dann die ganze dunkle Seite, also genau das, was die Sternenflotte und die Föderation nicht ist, die Vereinte Föderation der Planeten. Also das komplette Gegenteil. Und es wird auch natürlich gesagt, dass die agieren aus Angst heraus, ist das geboren. Richtig? Du erinnerst dich? Da Ja. gab es einen Dialog: aus Angst heraus ist das geboren. Mir fällt es jetzt immer auch in anderen Serien auf, dass auch eben diese politischen Diskurse, wie gesagt, aufgegriffen werden. House of Cards, da stellen Claire Underwood und Francis Underwood, der Präsident von Amerika, halt auch so eine Politik der Angst dar, indem sie mit den Terror instrumentalisieren, quasi auch zu ihrem Vorteil, also als Präsident und seiner Frau. Hier geht es jetzt dann auch darum, dass diese Gruppe entstanden ist, diese Terraner-Gruppe entstanden ist im Weltraum aufgrund von Angst,
haben die sich gebildet und die selber provozieren jetzt auch die Angst im ganzen Universum. Es hieß, das ganze Paralleluniversum hat Angst vor dem Menschen. Ja, so. Homo homini lupus halt. Und jetzt muss ich halt plötzlich die idealisierte Star Trek Crew aus dem richtigen Universum verstellen. Und das hat dann so eine Ja. gewisse Komik in sich, wenn die bescheuerte Tilly, die ich ja gar nicht abkann, dann plötzlich irgendwie ihre Haare dann offen macht und dann in diesem Walküre-Kostüm, ja, sie sah aus wie eine Wikingerfrau, fand ich da drin, sich in Captain's Chair setzt und dann irgendwie plötzlich brutal daherkommt oder Lorca dann Aber sie gefoltert hat sich wird. da entwickelt. Ja, ja gut, aber es war ja auch nur Selbstzweck. Also sie musste jetzt da rein und diese Rolle spielen. Also Tilly hat geschauspielert, um da durchzukommen. Ja, musste sie halt machen. So, aber sie selbst ist ja nicht zu dieser Figur geworden. Das war ja alles Show. Ja, aber eine Show, die sie ja gespielt nicht hingekriegt hat, bis sie dann die Rede von Maike gekriegt hat, dass die Captains ihre Confidence zum Teil aus dem Glauben, den die Crew an sie hat, ziehen. Und das hat sie dann scheinbar wirklich sehr viel weitergebracht. Und ich glaube, dass davon auszugehen ist, dass sie von dem, was sie da jetzt gelernt hat, in den zukünftigen Folgen ab von ihrem Captain-Stuhl, den sie dann wieder abgeben kann, weil der ja fiktiv ist, weil der Ja. geschauspielert ist, dann was mitnehmen wird. Ja, Das heißt, also. ich glaube, dass wir diese kleine Quietsche-Tante nicht mehr sehen werden, sondern eine Wikingerfrau, die auf ihrem kleineren Posten halt richtig den Hammer kreisen lässt oder Ja, was also weiß ich. dass die Tilly eine Figurenentwicklung machen wird, denke ich, ist klar. Momentan ist sie immer noch nervig, sehr nervig sogar. Wir sind bei Episode 10. Ich kann sie gar nicht mehr ertragen eigentlich. Weißt du, Aber wer. einen bist du jetzt los. Ja, den Doktor bin ich los. Ja. Aber weißt Ich du fand, der sah parallel? voll gut aus. Der Doktor sah gut Ja, aus? Mann. Nee, da hätte ich Doch, lieber der noch sah mal voll Do gepflegt aus. Keine so eine verkrüppelte Geburt. Also ich muss jetzt da aufpassen, hätte, was ich na, sage. ja, da hätte ich lieber noch mal Dr. Phlox oder den Doktor aus The Voyager, Nee. Voyager gehabt. Diesen Phlox, das war ein Knecht. Dieser breitgesichtige Pfannkuchenvisage. Nee. Also den hätte ich nicht eingetauscht gegen sonst So, wen. aber weißt du, wer eine Figurenentwicklung durchmacht? Natürlich auch über mehrere Staffeln. Keine Frage, wir Ja. hatten schon mal angesprochen, auch im Rahmen von unserem Fear the Walking Dead Podcast, The Walking Dead, die Carol. Carol. Oh Ja, ja, die sich eben oh von einer ja. geschändigten Frau bis hin zur Kriegsheldin Ja, entwickelt, ja. natürlich über mehrere Staffeln. Aber die Ob fand ich unglaubwürdig, ehrlich gesagt. die Carol. Ja. Oh, okay. Ich meine, klar Das ist kann die schießen. überraschend, das ist Und das überraschend. ist eine alte Frau. Ja, aber Ab dem siebten Stock musste eine die alte unter den Frau. Arm greifen, damit die zum achten kommt, Es ist verstehst du eine alte. das? Nein, nein, Doch. da stimme ich überhaupt nicht zu. Es ist eine alte Frau, die verdammt, was heißt noch nicht mal alt? Sie ist eine Frau, die verdammt viel zu bieten hat, die verdammt viel drauf hat und Ja, kämpft für aber Ricks die Gruppe. Natürlich distanziert sie biologische sich auch, aber nee, diese Grenzen hat. biologische. Natürlich hat sie biologische Grenzen. Ja, aber Das ist völlig, jeder Mensch ich. hat biologische Ja, bloß Grenzen, es sei denn, du das, bist was sie irgendwie, tut in du dem hast Film. Superkräfte. Nein, das, was sie tut in dem Film, sieht eher aus wie etwas von mir Ja, das mag und wie sein, von aber so einer vergleich Frau. das mal mit Tilly, dieser fetten, diese, wie die aussieht wie Miss Piggy. Verzeihung. Ja, aber Aber Tilly ist dann keine gucke ich. Kriegsheldin. Ja, aber ich denke, es wird dieser Handlungsstrang Tilly wird darauf hinauslaufen, wenn in Star Trek Discovery 7, 8 Staffeln bekommt, dass Ja. sie dann am Ende natürlich keine nervige Frau mehr ist. Nee, gewiss, das ist richtig. Das So. glaube ich ja. Das hatte ich ja gerade in Ja, Aussicht gestellt. richtig, genau. Aber ich finde sie immer noch nerviger und dämlicher im Vergleich zu Carol. Weil wir können jetzt ja, Ja, nee, da stimme ich zu. Ja. übrigens auch der Vergleich The Walking Dead. Du hast gerade von der Verbesserung der schauspielerischen Fähigkeiten gesprochen. Es ist ja schon schade, dass uns eine Verbesserung in einer so hochqualitativen Serie auffallen muss, dass wir sagen, die waren vorher so schlecht und jetzt haben sie sich in ein, zwei Szenen verbessert. Und wisst ihr, beim besten Willen, ich fand diese Szene, wie der Tyler mit der Klingonfrau im Gefängnis spricht, die du ja ausgesprochen gut anscheinend fandst, auch schauspielerisch selbstverständlich und dramatisch, fand ich nicht so gut geschauspielert. Das fand ich, ich fand's, Ja. ich muss sagen, diese Szene war für mich trivial. Sie hat mich nicht überzeugt, ich wurde emotional nicht angesprochen. Und wenn wir dann Ich wirklich, auch nicht. nein, okay, aber wenn wir dann auch wirklich solche Mammutwerke nehmen, solche Epen wie The Walking Dead und die dann daneben stellen, da kann Star Trek Discovery schnell einen Koffer packen und weglaufen, finde ich. Weil in The Walking Dead, dort siehst du schauspielerische Brillanz. Absolut, absolut. Das hat mich auch Ja, gebunden. da können die alle einpacken. Ja. Alle. Komplett. Ja, aber die Dingens, die Maike ist ja von The Walking Die Dead. Michael ist von The Walking Dead. Die Schauspielerin Martin Green heißt sie ja.
Sonequa Martin Green, die spielt auch in The Walking Dead ja eine ganz andere Figur und ist dort auch verdammt gut. Hier muss sie ja einen Besen, Verzeihung für den Ausdruck, aber diesen Besen im Arsch, Stock im Arsch haben und so ja, aber so den hat sie gut im laufen. Arsch. Schauspieler, ja, aber das nervt. Und ja, das ist, mich nervt das ist nicht, auch. Nein, das ist nicht der Fehler von Sonequa Martin Green, sondern das ist von der, Star Trek. Ja, das ist der Fehler der Drehbuchautoren und der jeweiligen Regisseuren. Ja, das hatte ich auch früh schon kritisiert, ja. Weil das hatte mich auch gestört. Und diese Episode hat gedreht als Regisseur der Jonathan Frakes tatsächlich, stand ja auch am Anfang drin, also Commander Riker. Der ja auch natürlich schon diverse Folgen gedreht hat aus anderen Star Trek-Episoden oder auch den Film tatsächlich gedreht hat, den Spielfilm Der Aufstand, Insurrection, ja. Hat er ja auch Regie geführt, also eigentlich ein guter Regisseur. An ihn will ich es jetzt auch gar nicht aufhängen. Michael ist einfach von den seitens der Drehbuchautoren dramaturgisch so aufgebaut, dass sie so ist, wie sie ist, ja. Und das interessiert mich nicht als Hauptcharakter. Im Gegensatz beispielsweise zu Rick oder anderen Figuren aber aus anderen Serien. Oder Francis Underwood. Das ist aber keine Aussage über die schauspielerische Leistung von den Leuten. Nein, sondern über die Figurenentwicklung. Ganz genau. Ja, aber jetzt gerade auch diese Tyler-Szene eben, wer bin ich und was soll ich? Was mache ich eigentlich hier? Philosophie, ja. Genau, und habe ich jetzt mehrere Persönlichkeiten, Klingonen, habt ihr mich umgewandelt und so? Also ich fand die Szene deshalb gut, weil ich die Schwierigkeit des Umsatzes dieser Szenerie dort schauspielerisch berücksichtigt habe. Es ist jetzt vielleicht kein Meisterwerk makelloser Brillanz, aber unter Berücksichtigung der Schwere der Umsetzung einer solchen Szenerie. Ja, das kriegen aber andere besser hin. Ja, aber das heißt nicht, dass die schlecht sind. Das heißt bloß, dass andere besser sind. Ey, die Schauspielerin hat ihn, die Klingonin hat den Tyler gequält richtig. Tyler hat richtig Angst, ne? Ja. Eigentlich vor der. Ja. Habe ich aber nicht gesehen in seinem Schauspiel. Wenn Rick und Negan sich begegnen, dann sehe ich in den Augen von Rick so richtige Angst, so richtige Schauspiel. Ja, aber du dass ich Gänsehaut vollkommen. Kriege. Ja, aber du vergisst vollkommen. Was vergesse ich? Was vergesse ich? Stockholm-Syndrom. Ganz einfach. Ja, das ist der Schockste, das ist klar. Und Negan hat den Rick nie flachgelegt. Also verzeih Daniel, aber deine Kritik ist dermaßen schlecht hier gerade. Nein, meine Kritik ist überhaupt nicht doch, schlecht. Ist schlecht. Nein, weil deine Prämisse ist jetzt das Stockholm-Syndrom. Ja, und das ist der Grund, warum er keine so eine Angst hat, weil er hin und her gerissen ist zwischen einer Vertrautheit und einer Angst. Das heißt, sie hat ihm was Schlechtes angetan und er fühlt sich zu ihr hingezogen. Und das tickt die Angst. Wenn du jemanden siehst im Gerichtssaal, der die Scheiße, die er gemacht hat, in echt erlebt hat, dann siehst du genau die Reaktion, die er gezeigt hat. Das heißt, es ist perfekt. Es ist nicht nur gut, es ist perfekt. Es war richtig gut gemacht. Aber um das zu erkennen, muss man sowas gesehen haben. Denn das, was er da gezeigt hat, war richtig gut. Da habe ich mich gewundert. Und da sehe ich in ihm, dass die sich damit auseinandergesetzt haben und sich die echte, die reale, die wirkliche Scheiße von Hardcore-Geiselnahmen und Morden neben diesen Leuten angeguckt haben. Ach komm, und nein. Geguckt haben, so wie die Quatsch. Leute drauf sind. Wenn du dir das reinziehst, wirst du den Typen da sehen. Es ist nicht perfekt umgesetzt, aber es ist extrem gut gemacht und man sieht an ihm, dass sie ihm gesagt haben, wie das in echt aussieht und er hat es am Beispiel des Echten umgesetzt. Gut, das mag deine Meinung sein. Nee, das ist meine Beobachtung, das ist nicht meine Meinung. Dann mag das deine Beobachtung sein. Und du hast es nicht beobachtet, deshalb ich hast du das Schwierigkeiten. Ich habe es beobachtet, aber es ist halt eine sehr... Hast du die Szenen gesehen? Es soll absichtlich eine ambivalente Szene sein. Klar ist er hin und her gerissen zwischen soll ich jetzt mit der vögeln oder nicht? Nein, Himmelgott, nein, er will ja sie recherchieren. Aber er ist. Er will sie recherchieren? Ja, er will recherchieren, was sie mit ihm gemacht hat. Ja, aber er ist während der Gefängnisszene hin und her gerissen, ob er sich distanzieren soll oder ob er genau. sie knutschen soll. Und das passt. Oder ob er ihr erlauben soll, sie zu knutschen. Ja, genau. Und das ist genau das, was die Leute in echt erleben. Das finde ich übrigens widerlich. Ja, ist auch widerlich, aber losgelöst davon. Wenn man es professionell beurteilt, das ist das, was mit Menschen tatsächlich passiert. Ja, dann lassen wir das mal so stehen. Ja, wenn sie ein Stockholm-Syndrom oder ähnliche Sachen kriegen, weil eine Seite sagt ihnen, da ist was echt im Argen und eine andere Seite zieht sie unmäßig dahin. Und dann fangen die an, sich genauso zu verhalten, wie der Tyler sich verhalten hat. Aber man muss das in echt gesehen haben und sich mit diesem Drama, mit diesen echten Real-Life-Dramas so, und jetzt aber, okay, ja, du bist bei Real-Life-Dramas und ich bin bei adäquatem Schauspiel. Und hätte das dann, war aber adäquates Schauspiel. Es sieht dir bloß schlecht aus, weil du das Real-Life-Drama nicht kennst. Ach Quatsch, nein, ich muss das doch auch nicht. Das doch, musst du. Nein, sonst erkennst jeder du nicht, Mensch, was sie sich dabei gedacht nein, haben. Jeder Zuschauer kann dieses Real-Life-Drama doch nicht kennen. Stell dir mal vor, alle wüssten das.
Und dann vor dem Hintergrund Nein, realize, nein. gesehen haben, nicht persönlich erfahren Du haben, sondern levelst gesehen gerade haben. sein Schauspiel hoch aufgrund dessen, dass du mit dem sogenannten Real-Life-Drama, aufgrund von, was weiß ich, Medialen oder sowas, vertraut bist mit dem Stockholm-Syndrom. Ich kenne natürlich auch das Stockholm-Syndrom und konnte das da rein lesen. Ich fand es aber nichtsdestotrotz schlecht geschauspielert. Es hat mich nicht überzeugt vom Schauspiel. Das ist meine Meinung. Mich hat es nicht gecatcht. Ich fand es nicht gut. Mir ist Ja, es nicht aber du so hast als Punkt angegeben, aufgefallen. dass er nicht wirklich Angst hat und geschlottert hat. Was ich aber sage, ist, ich glaube, hier liegt ein Missverständnis Ja, vor, denn du solche meinst, Leute ja. schlottern nicht. Also in der Hinsicht, ja, du hast mich jetzt korrigiert Ja. hinsichtlich meiner Aussage, dass es sich hierbei um das Gefühl der Angst handelt. Ja. Das hätte Also, dass da es das. schlecht geschauspielert ist, weil die Angst fehlt. Das sage Das, ich, das so. kann nicht Und jetzt sein, weil. konterkarierst du und Ja. sagst: Moment, es ging hier nicht nur um Angst, sondern es ging um die Ambivalenz, die mit dem Stockholm-Syndrom einhergeht. Da Ganz hast du genau. mich korrigiert, Ja. dem würde ich jetzt auch zustimmen und Und würde sagen: Ja, klar, diese Ambivalenz, die habe ich gesehen. Er wollte sie ja, es ging ja um diese körperliche Nähe und die körperliche Distanz, die dargestellt wurde. Und er war hin und her gerissen und das war eben symbolisch. Hier hast du wieder ein Zeichen gefunden für das Stockholm-Syndrom, wenn du damit vertraut bist. Wenn du jetzt nicht damit vertraut bist, kannst du das auch gar nicht sehen. Das ist Ja. das ist der eine Schuh und der andere Schuh ist dann nochmal, hat er es gut dargestellt oder nicht? Das ist jetzt völlig subjektiv, würde ich mal behaupten. Und deine Ja. subjektive Meinung ist, ja, er hat es gut dargestellt. Ich persönlich fand, er hat es nicht gut dargestellt. Da haben wir einfach zwei verschiedene Ansichten diesbezüglich. Nichtsdestotrotz würde ich dir zustimmen und sagen, ja, ich habe verstanden, dass es sich hier um den Effekt des Stockholm-Syndroms handelt. Oder etwas Ähnliches. Ich hatte das jetzt nur als Beispiel angeführt. Meine Sorge war, War, dass du war, sagst, genau. dass er es nicht gut dargestellt hat, weil er nicht genug Angst vorher hatte. Ja, Das sage ich, das das habe kann ich, kein genau, Kriterium richtig. sein. Das habe ich ursprünglich so gesehen. Ja. Ja, genau, jetzt hast du es korrigiert. Ja. Nichtsdestotrotz finde ich das Schauspiel trotzdem nicht Was hätte herausragend. er, wenn, nur aus Interesse für mich und die Zuschauer bzw. Zuhörer, was hätte er denn verbessern können? Ich glaube, der Schauspieler an für sich, ich habe den Namen jetzt leider nicht parat. Tyler. Ja, das ist der Rollenname. Ja, Aber der nennen wir Schauspieler. ihn Also, einfach. also der Schauspieler, der Tyler spielt, der hätte vielleicht noch tiefer in die Rolle und in diese Figur des Tylers eindringen müssen und diesen Moment vielleicht besser verstehen müssen, um ihn auch adäquater umzusetzen, sodass es ein Zuschauer wie mich halt wirklich mitreißt. Also tatsächlich auch emotional anspricht. Ja, wie es. Denn jetzt im Vergleich zu The Walking Dead, wenn Rick da Angst hat, beispielsweise jetzt nur Angst, dann nimmt mich das mit als Zuschauer. Das zieht mich mit. Das hält mich an der Glotze. Und da hält mich gerade nichts mit an der Glotze, wenn wir jetzt nicht diesen Twister-Talk machen würden. Außer natürlich die fulminanten Effekte und die Bilder, um die es ja auch geht, aber nicht nur. Denn es geht ja auch um die Dramaturgie. Und ich betrachte das ja aus dramaturgischer Perspektive, wie ich es immer tue. Und damit geht natürlich die emotionale Bindung mit den Figuren einher. Und dafür sind die Drehbuchautoren und die Schauspieler verantwortlich. Und ich denke, das ist ein Fehler, wie gesagt, wie bei der Maike, einmal einerseits der Drehbuchautoren und dann einmal einerseits des Schauspiels, das wiederum abhängig ist, nicht nur von den Schauspielern selbst, sondern auch von den Regisseuren, die ja eben den Schauspielern Anweisungen geben, wie sie diese Szene umsetzen müssen. Ja. Ja, okay, du setzt jetzt hier allerdings den ultimativen Maßstab, denn ich muss Ja, genau. sagen, dass der Rick einerseits, ich meine, nur Angst zu haben, das ist was Leichteres zu spielen. Das ist definitiv leichter zu spielen, als hin und her gerissen zu sein, während man Angst Kennst hat. du Harry Potter? Oh ja, die schauspielerische Leistung, da ist ganz schlecht. Ich wollte Genau. bloß kurz einwerfen, bei aller Liebe, also das war echt schlimm. Deshalb habe ich den ersten Film zum Beispiel, bevor sie besser wurden, auch nur einmal gesehen und danach nicht mehr, weil das war wirklich schwer mit anzusehen, muss ich sagen. Und mein Beileid an die Leute, ganz ehrlich. Ja, genau, das Aber meine ich. was den Also, Rick angeht in The ja. Walking Dead, ich glaube nicht, dass ich mich erinnern kann, jemals solche schauspielerischen Leistungen gesehen zu haben wie Ja. von dem. Also das war echt extrem. Das, was ich als Star Trek an dieser Gefängnisszene, beziehungsweise an dieser Arrest Zellenszene zugute halte, ist, dass diese Aufgabe, die die da hatten, halt wirklich so umzusetzen, wie man das vielleicht hätte sehen wollen, extrem viel schwerer ist, als nur jemand, der beispielsweise lapidar runtergerechnet in der Kammer sitzt und sich fürchtet. Das kriegt man leichter hin, als so eine Szene zu spielen mit diesem Hin- und Hergerissen. Die Aufgabe ist sehr viel schwerer, besonders wenn es etwas ist, wo man als Schauspieler nicht wirklich Bezug hat. Denn jeder kennt, wenn man irgendwie in der Kammer sitzt und hat Angst, dass. Ja, es gibt ja verschiedene Szenen vom Hin- und Hergerissensein, die mehr oder weniger gut oder schlecht dargestellt sind. Überleg doch mal in den Star Wars. Ich meine, der Anspruchslevel an die schauspielerische Leistung Ja. ist von hin und her gerissen schwieriger als nur eine Emotion, zum Beispiel sich wirklich um seinen Arsch zu Genau. fürchten oder völlig
verzweifelt zu sein, weil seine Frau gestorben ist. Werfe einen Blick auf Hayden Christensen, der Schauspieler, ja, wenn ich den Namen jetzt richtig ausspreche, ja, der Schauspieler, der Anakin Skywalker in, ja, den Prequels spielt. Ja. Anakin Skywalker soll ja in den Prequels eine sehr ambivalente Figur darstellen, ja. Zwischen, soll ich jetzt meine Liebende retten und dann da mit der bösen Seite, also der dunklen Seite der Macht beitreten, oder soll ich doch bei den guten Jedi bleiben, soll eine sehr ambivalente Figur sein, und er wurde immer wieder kritisiert, dass er doch diese Ambivalenz überhaupt nicht hätte darstellen können. Das ist richtig. Das wurde besonders auf den Punkt gebracht, wenn der Mace Windu gegen Palpatine kämpft in Palpatines Büro und Palpatine schreit, während sein Gesicht irgendwie ausgesaugt wird, weil er zu viel Lichtstrahlen absondert, ja, dass er sagt, rette mich, oder ich bin der Einzige, der weiß, wie man Padme am Leben, ja, hält, und Mace Windu sagt, nein, tu es nicht, ja, bleib bei uns, und Anakin steht da einfach und beobachtet das Ganze, und dann letztendlich wirft er dann Mace Windu aus dem Fenster, nachdem er ihm einen Arm abgehackt hat. Ja. Das Ganze hätte auch schauspielerisch viel emotionaler besser, also mit emotionaler, richtig, meine ich halt auch besser. Daran siehst du, wie schwer es ist, solche Ambivalenzen wirklich umzusetzen, ja, schauspielerisch, und das ist das, jetzt hast du es für mich gesagt, was ich dieser Star Trek Szene den Schauspielern zuliebe zugute halte, denn diese Szenen sind viel schwerer zu spielen, als nur Angst zu haben, wie ich es jetzt schon mal gesagt habe. Ja, ja, ja. Das meine ich. Deshalb, ich verstehe deine Kritik, aber es ist halt sehr hochlevelig. Also du hast eine High Society, High Level Kritik jetzt angebracht. Deshalb, ich bin da jetzt nicht ganz so kritisch, denn ich sehe halt, wie ich schon gesagt hatte, ich bin Puritaner, dass das sehr viel schwerer umzusetzen ist halt, als halt solche, manche dieser Dinge. Und was den Skywalker-Schauspieler, den Christensen angeht, so ist es so, dass seine schauspielerische Leistung, wo wir gerade dabei sind, bei Star Wars mir absolut nicht gefallen hat zum Teil. Da ist es so, dass ich teilweise mich schlecht gefühlt habe für ihn, weil ich dachte, die arme Sau, und okay, komm, let's go, nächste Szene. Aber da muss ich ihm eine Sache zugute halten, und zwar der Film Jumper. In dem Film war der extrem gut, unverhältnismäßig viel besser als in Star Wars. Also wenn man den Schauspieler auf den runter gucken will wegen Star Wars, kann ich verstehen, denn die Leistung da hat wirklich teilweise extrem gehinkt, aber auch wieder unter Berücksichtigung von teilweise schweren oder Szenen. Oder des Regisseurs, George Lucas. Oder des ja, wie auch immer, genau. Aber in dem Film Jumper, da konnte er mal wirklich zeigen, was er kann, und da hatte ich keinen Moment, an den ich mich erinnern kann, wo ich gedacht habe, okay, komm, jetzt nächste Szene, lass den armen Jungen in Ruhe. Ja. Der Film ist sehr gut, den kann ich wärmstens empfehlen. Sehr unbekannt, aber ein sehr, sehr guter Film. Gucke ich immer wieder gerne, habe ich nicht besonders oft gesehen, aber als ich ihn gesehen habe, kam ich erstmal ein paar Mal gucken nicht davon los. Sehr guter Film, und ein unglaubliches Relief, lässt einen richtig aufatmen, wenn man ihn da halt zu Hochformen auf laufen sieht. Und wo ich gerade dabei bin, fällt mir noch ein Film ein, den ich, ich empfehlen kann, und zwar Justin Timberlake. Hättest du es gedacht? Spielt da Hayden Christensen mit? Nein, aber Justin Timberlake, der Sänger, ist ein Gott von einem Schauspieler. Hättest du gar nicht gedacht, oder? Ich glaube, ich habe ihn im Film The Social Network gesehen. Ich meine, da hat er mitgespielt. Das weiß ich nicht. Ich will auch jetzt das direkt zurücknehmen, dass er ein Gott ist. Aber er hat in einem unglaublich guten Film mitgespielt. Und zwar überraschend. Ich hätte nie gedacht, ein Sänger, einen Lappen, der auf der Bühne steht und singt, hätte ich nicht gedacht, dass der schafft zu Schauspielern. Ein bisschen schafft jeder. Das schafft jeder. Mit Training und mit allem. Hast du schon mal Hugh Jackman singen gehört? Wolverine? Nee, das will ich auch lieber nicht. Der Punkt ist der, der hat einen Film gedreht, der hat mich komplett niedergeschlagen, und das ist In Time, heißt der Film. Empfehle ich dir auch. Ein richtig guter. Ist das das mit der Uhr, wo das Leben ab... Ja, genau. Ja, ich habe den gesehen. Fand ich richtig gut, und ich war total überrascht über den ganzen Film, wie gut der da geschauspielert hat, in Anlehnung an meine Erwartungen an ihn. Ich dachte, der krüppelt sich da einen ab schlimmer noch als der Christensen in Star Wars, und habe da gesessen, hatte keine trockene Faser mehr. Das ist wie die Paris Hilton in House of Wax, ja, wo Paris Hilton einmal versucht hat, zu schauspielern. Habe ich gar nicht gesehen. Und dann in dieses Wachshaus geht und dann so eine Bitches, die irgendwie wegrennt vor Dämonen oder so. Ich habe den Film auch nicht gesehen. Den Partner, aber der Bitch muss den nicht mal schauspielern. Das meine ich. Nein, weil House of Wax ist halt das plakative Beispiel, wenn versucht, so eine, wie Paris Hilton versucht, zu schauspielern. Und das dann halt eben in die Hose geht. Hayden Christensen hat auch übrigens in Awake
Awake, ein ausgesprochen guter Film. Sehr gut auch geschauspielert, fand ich, muss ich wirklich sagen. Ach ja, okay. Ja, und da würde ich auch wirklich sagen, es ist halt wieder regisseurabhängig. Also den können wir wirklich nehmen, um das zu untermauern. Also meine schauspielerische Erfahrung leistet mir leider nicht den Dienst. Ich habe da nicht genug, um beurteilen zu können, inwieweit der Regisseur da, was die schauspielerische Leistung letztendlich, die eigentlich von dem Typen abhängt, wie weit die da interferiert. Deshalb kann ich dazu nichts sagen. Ich weiß es nicht, ob jetzt irgendwie der Regisseur für solche Sachen wie zum Ja, Beispiel die das meinte Star ich ja. Ja, Wars-Szene der zu Regisseur, blamen ist. Das weiß ich ja, das nicht. ist er. Ist er? Ja. Weil er eben sagt, du musst das so und so machen. Korrekt. Der Regisseur ist wie Ah, okay. ein Psychologe am Set, der den Schauspieler darauf einstellt, welche Emotion er in dieser Szene hat. Und er muss diese Emotionen evozieren irgendwie beim Schauspieler. Okay. Es hängt von der Schauspielmethode ab, selbstverständlich, welche denn dort bedient wird. Aber klar, er muss im Schauspieler die Gefühle hervorrufen, die in dieser Szene zur Geltung kommen sollen. Ich dachte, er wäre wie so ein Dirigent. Ich kenne mich da wenig aus. Er, Der natürlich, sagt, er ist. du musst dich so und so hinstellen. Ja, er ist, natürlich ist er auch. Die Analogie ist super zum Dirigenten, ist er auch. Für Okay. alle Departments. Er ist wie der Kanzler und hat ganz viele Ministerien. Okay. Na, natürlich guckt er auch auf die Kameraeinstellung und auf die Kameraperspektive. Aber in erster Linie ist er ja für die künstlerisch-kreative Also für die Umsetzung, Inszenierung genau, letztendlich. künstlerisch-kreative Umsetzung Ja. des gesamten Films verantwortlich. Okay. Aber am Set ist er immer in direkten Kontakten und Gesprächen mit den Schauspielern. Um eben den darzustellen, um was geht es, um wie wird das, was jetzt noch textuell im Drehbuch verfasst ist, nach außen gebracht und dargestellt. Was steckt dahinter? Interessant, wusste ich selber noch nicht. Also nicht in dem Detail, ich hatte nur so grobe Vorstellungen und hatte halt diesen Dirigenten als Referenz im Kopf. Okay, ja. Ja, okay, alles klar. Also insofern, wie gesagt, würde ich dann sagen, dass der Christensen dann dieses Urteil, das wir jetzt hier gebildet haben, als exemplarisches Beispiel unterstreicht, ja. Indem Ja. wir sagen, es hängt davon ab, in welchem Film er mitspielt, ob er denn gut oder schlecht ist. Denn mich hat auch diese Abweichung gewundert von dieser schauspielerischen Leistung, die der. Ich dachte, man kann nicht einerseits auf einmal schlecht sein und dann auf einmal so viel besser. Und dann, ich Ja. weiß nicht, also das, ich setze das zum Beispiel bei mir mit Gaming zusammen. Wenn ich einmal schlecht bin im Spiel, bin ich im nächsten Spiel ein bisschen besser, aber nicht auf einmal irgendwie auf dem fünffachen Level. Man lernt langsam, aber ja, und das ist gut erklärt, denn da scheint der Regisseur dann tatsächlich sich ein paar Mankos gegeben zu haben. Und vielleicht könnte man das auch auf Star Trek runterbrechen, dass man da sagt, dass es vielleicht teilweise Vorstellungen vom Regisseur gab, die nicht ganz mit dem übereinstimmen, was jetzt vielleicht mit unserer Ja, Erwartungshaltung ja. einherginge, was Also, aber solche. auch gerade immer die Darstellung von Ambivalenten ist natürlich immer pikant, natürlich, und auch Ist schwer wie gesagt eine darzustellen. Sch genau, das ist Also, meine Rede, ja, ja. genau, also schau mal, ich habe gerade ein Beispiel. Es gibt ja die Serie, auch eine Netflix-produzierte Serie, Stranger Things, beispielsweise. Und die zweite Staffel hat mir gar nicht gefallen. Das Einzige, was mir in der zweiten Staffel gefallen hat, war die schauspielerische Darstellung eines kleinen Jungen. Ich kann jetzt nicht den Namen des Schauspielers sagen, leider. Hätte ich jetzt recherchieren müssen. Habe gerade nichts zur Hand. Auf jeden Fall die Darstellung eines kleinen Jungen, der sozusagen exorziert werden musste. Also er hatte Visionen von irgendwelchen Monstren und wusste nicht, was es damit auf sich hatte, und war halt hin und her gerissen, weil er jetzt nicht wusste, gehört er in diese Dimension oder in diese monsterartige Dimension hinein und was in ihm passiert drin. Und das war ambivalent. Er hat. Natürlich resultierte dann, wie wir gerade gesagt haben, aus dieser Ambivalenz eine Angst, ja, weil Ja. er gespalten war. Er wusste nicht, was mit ihm passiert in diesem Moment, wie Tyler jetzt gerade Aber nicht unter weiß. Verzicht auf Affektion. Weil Tyler nicht weiß, genau, was mit ihm passiert, und die Affektion, die beziehst du jetzt auf die Klingonen bei Tyler, Ganz genau, richtig? ja. Als Ankerpunkt. Ja. Okay. Als Kontrapunkt eher zu der Angst. Ja, okay, nee, das hat er nicht. Ich wollte aber trotzdem sagen, dass er diese Ambivalenz dermaßen gut dargestellt hat, dieser kleine Junge, dass ich eigentlich nur wegen seiner schauspielerischen Leistung diese 8 oder 10 Episoden, die es waren, gesehen habe. Denn der Rest, den fand ich wirklich Schrott, muss ich sagen. Also hat mich sehr enttäuscht, Ja, es gibt Talente. obwohl die erste Staffel so gefeiert wurde. Und dann haut dieser 10-jährige Junge da ein Schauspiel raus, das mich umgehauen hat. Es hat mich wirklich umgehauen, muss ich wirklich sagen. Und dann halt auch letztendlich, wie er dann, ich nenne es jetzt mal, diesen Exorzismus gespielt hat, weil es ist etwas Böses
in ihn eingedrungen, also eine böse Entität, eine böse Macht, die ist in ihn eingedrungen, ergo wurde er zu einem anderen, hat dann diese Ambivalenz sehr gut dargestellt zwischen einmal sich selbst und dann die Person, die noch in ihm drin ist, oder das Böse als etwas Abstraktes, ja, das in ihn reingefahren ist, hat dieses Polarisierende sehr, sehr gut gespielt und da eine ausgesprochen gute Dynamik reingebracht. Also der sollte echt mal einen großen Film mitdrehen für eine Solo-Rolle, finde ich. Der hätte zum Beispiel auch Harry Potter spielen können, weil der kann schauspielern, im Gegensatz zu Daniel Radcliffe. Ja, und die ganzen anderen. Also was Harry Potter angeht, diese Besetzung von jungen Kindern, die schüchtern sind, Angst vor Kamera haben und so, alles verständlich. Ich wäre der Schlimmste da gewesen, da bin ich absolut sicher. Deshalb will ich jetzt keine hochnäsige Kritik üben. Aber das war schon echt das war kein Fantasy-Film, das war ein Drama. Nicht wegen dem Inhalt, der bearbeitet wurde, sondern wie es war. Wobei ja auch Harry Potter später eben auch eine ambivalente Figur ist. War ambivalent, das ist Storytelling. Das macht das hält uns, wie gesagt, am TV eigentlich. Das versucht ja Star Trek. Ja, ich sag jetzt mal generell. Die meisten. Okay. Ja. Ne, das versucht ja Star Trek auch. Ja, aber es versucht es zu sehr, dass es bei mir nicht mehr zieht, zwanghaft. Und so sehr, dass es es überzieht und ich es verdächtige, zum Teil offen, zusammen mit dir, offen auf dem Silbertablett serviert von Star Trek, irgendwelche politischen Agendas zu drücken. Okay, natürlich sind Medien auch manipulativ, ja? Das ist sehr gut gesagt, diese Manipulation in der Unterhaltung eingegraben. Das ist link, das ist falsch, das ist hintenrum und das ist mit böser Absicht. Und bei Star Trek ging es aber immer über Cultural Acceptance. Ja, die Schauspielerin der Uhura, die als erste schwarze Frau im Fernsehen agiert hat. Ja, ja, sodass die Schwarzen, sozusagen in Anführungsstrichen, gesellschaftlich ja auch akzeptiert wurden letztendlich. Ja oder auch generell, gerne willkommen. Genau, kein aber Problem, generell aber kulturelle Differenzen. Wie kommt man mit fremden Völkern, mit fremden Menschen klar, mit anderen Spezies? Und das war immer ja auch positiv dargestellt in Star Trek. Also es war ja immer eine Utopie auch. Und wenn jetzt in der ersten Episode USS Europa von einem fremden, unsichtbaren Feind zerstört wird, dann ist das ein, du erinnerst dich, dann ist das ein klares Zeichen, Twister, dass wir lesen. Denn Twister, das ist noch verhältnismäßig Twister, moderat. Aber denn hier müssen wir trennen zwischen Denotation und Konnotation. Ich würde noch nicht mal behaupten, dass das alle sehen, was wir hier sehen. Deswegen deswegen dechiffrieren wir ja gerade diese Serie auch Fear the Walking Dead allegorisch. Ja, wir knacken die Zeichen, die dahinter stehen. Und wie gesagt, wenn USS Europa von einem unsichtbaren Feind, hier die Klingonen, attackiert wird und dann explodiert oder zerstört wird, also Europa wird zerstört, dann ist das erstmal eine Denotation. Also Raumschiff wird von Klingonen in Luft gesprengt. Jetzt kommt aber unsere Konnotation und die Konnotation, die wir haben, sprich, ob wir signifikant und signifikat erkennen. Die ist, würde ich sagen, kultursoziologischen Kontext abhängig. Das heißt, können wir das herauslesen, was dort passiert, wenn wir bei der Rezeption über den puren Unterhaltungswert hinausgehen? Und das tun wir jetzt hier absichtlich. Oder natürlich auch während der Rezeption, dass wir sagen, Moment mal, da wird Europa zerstört von einem unsichtbaren Feind. Also rein plakativ einfach. Dann konnotieren wir das, verbinden das damit, lesen das damit als Zeichen seitens der Drehbuchautoren, die das eingebettet haben, aktuelle politische Diskurse dort einfließen zu lassen. Das ist natürlich auch, dass es sich hierbei auch um eine Lesart natürlich handelt und dass man das erstmal erkennen muss. Aber selbstverständlich haben wir jetzt herausgefunden oder eben geknackt, dass es hier eingeflossen ist, was bei Star Trek natürlich nicht neu ist, aber dass es jetzt hier schon wirklich sehr auffällig ist beziehungsweise auf die Spitze getrieben wird. Dass uns das wirklich bei der Rezeption auffällt, dass wir noch während der Film läuft darüber reden einfach und sagen, hey, jetzt kommt hier wieder so ein aktueller politischer Diskurs rein oder irgendein Zeitgeist. Würde mich jetzt nicht wundern, wenn Raumschiff USS Trump heißt und dann irgendwie dann durch die Gegend fliegt und da lauter komische Sachen macht. Ja, genau, in eine riesige Schlacht eingreift, alle wettern, alle feuern gegen das Schiff und dann kommt es am Ende doch als Sieger raus, ja. Das finde ich aber schon wieder lustig, das finde ich cool, das ist so eine Parodie. Ist eine Parodie, eine Reflexion vielleicht von politischen Ereignissen. Genau, und im Rahmen... Das will ich gar nicht mal kritisieren. Im Rahmen einer Parodie ist das ja auch durchaus gestattet, dazu ist ja eine Parodie da. Der Doktor ist tot. Tja, jetzt muss es einen neuen geben. Freut sich. Vielleicht ein MHN? Nein, so weit ist die Technik noch nicht. Oh, schade. Oder vielleicht... Ich will den Doktor von Voyager, der war super. Das ist das MHN. Ja.
Ja, Aber den du meine ich hattest, doch. mein Gehirn hat sich gerade unterbewusst gegen den Flocks Ich habe gewehrt. nicht Deshalb habe ich Flocks das gesagt, nein. aber gerade gesagt, weil ich mochte diesen Knecht nicht, Ja, diesen hast du. Lappen. Ja, bitte Auch. spezifizieren Sie die Art des medizinischen Notfalls. Das hat der Doktor gesagt und den meine ich nämlich. Ja, der war Also, wirklich professionell, der war ja, Doktor, Punkt. genau. So, also unser Doc jetzt ist tot auf der Discovery. Ja, Gott möge Unser ihn. Doc? So Ja, weit der sind wir Doc. schon. Ja, Der Doc, der der Doc, Doktor. ja. Irgendwie, ich weiß ja noch nicht mal seinen Namen. Das ist ja schon mal ein schlechtes Zeichen eigentlich nach 10 Episoden, Also dass der ich mit den Namen des nee, Doktors der nicht hat weiß. den Der Mo mit der weißen Uniform. und, ja, die hatten alle weiß, Nee. der Stivets oder wie er Ach, hieß. wie auch immer, wir wissen, Der wer hatte auch gemeint eine ist. weiße, ja, der mit dem perfekt rasierten Bart. So. Der hatte den perfektest rasierten Bart, den ich je gesehen habe. Das muss ich mal nachmachen. Dann komme ich, setze mich hier hin mit diesem Bart und gucke Star Trek. Und Tyler hat ihn umgebracht. Spoiler. Plot Twist. Tyler hat ihn umgebracht. Tyler hat ihn Und ich umgebracht. wusste es schon davor. Ja, Das hat kein. einfach Sinn gemacht. Ja, eigentlich schon, ne? So, und jetzt gucken wir, wie es weitergeht. Und wir hatten noch einen Gaststar dabei, und zwar den Milchbubi, der in der ersten Folge gestorben ist und in den Weltraum gesaugt wurde, den kein Schwein mochte, den ich absolut deplatziert auch damals fand. Jetzt tauchte er dann nochmal auf. Ich fand ihn wieder bescheuert. Und du durftest ihn nochmal sterben sehen. Ja, und Gott sei Dank wurde er umgebracht im Turbolift von Michael, als er versucht hat, Michael anzugreifen. Wie fandst du denn diesen Kampf inszeniert? Im Turbolift, ein Kampf im Turbolift. Ja, ausgesprochen gut, muss ich sagen. Ich war überrascht. Also die Martial Arts, die war ziemlich gut angebracht. Also die Zwischendurch. Fight-Choreografie da, die hat für sich gesprochen. Da hatten sie einen anständigen Typen, der das da umgesetzt hat. Zwischendurch fiel dann auch die Gravitation aus, dann sind sie kurz hochgefallen und dann wieder runter. Und dann griffen da Michael, das war dann der Moment, wo das Messer dann auf dem Boden lag und Michael dann das Messer ergreifen konnte. Und dann hat sie ihn noch einmal, was heißt noch einmal, dann hat sie ihn abgestochen, war dann aber ein bisschen, war dann letztendlich ein bisschen geknickt währenddessen, weil sie dachte, ach ja, das ist ja der, den ich früher so sehr mochte. Und dann dachte ich mir, Michael, du bist einfach dumm, denn das ist ja ein Spiegeluniversum und das ist der nicht, das ist ja ganz anders. Der wollte dich gerade umbringen, es war Notwehr, also hast du es ganz gut gemacht. Dann geht der Turbolift auf und die Leiche von diesem Milchbubi fällt daraus, Michael dahinter und die ganze Brücke applaudiert. Ich habe mit applaudiert und mich totgelacht. Okay, da könnt ihr mal sehen, wie grausam der Host dieser Show ist. Ja, Ja, also aber du fandst das ich doch. war schwer betroffen. Schwer betroffen. Nein, ehrlich gesagt habe ich mich über das blöde Messer geärgert. Na, wer hätte es gedacht? Die Waffen von denen in so einem hochentwickelten Zeitalter. Die blöden Messer von denen. Nicht, dass sie Messer haben, verstehe ich, ist cool. Aber das Design von den Messern fand ich ein bisschen albern. Die sind als Kampfmesser absolut nicht zweckdienlich. Ich fand die ein bisschen sehr komisch, das ist mir aufgestoßen. Und da muss ich sagen, mit diesem kleinen komischen Käsedolch hat sie ihn dann Mit da dem irgendwie Zahnstocher. abgestochen. Ja, ja, keine Aber Ahnung. ich meine, das war so ein Milchbubi, den hättest du auch wirklich mit dem Zahnstocher irgendwie. Ja, kann sein. Ich weiß nicht, ich habe ihn bloß irgendwie als weich Auf jeden Fall anerkannt. mehr. Ja, weich. Ja, genau. Und Also, sowas ekelt genau. mich, Das meine deshalb. ich. Genau, das meine ich. Also, zwar dieses Appealing-mäßige, ja, aber auch zeitgleich dieses Verweichlichte. Deswegen war ich ja froh, als er irgendwie Mitte der ersten Episode oder so in der zweiten in den Weltraum gesaugt wurde, weil ich dachte, okay, Du Gott freust sei dich Dank dauernd, nicht. dass Leute sterben. Das ist so Ja, eine. weil, siehst du, weil ich die nicht mag, die Leute. So, darum geht's ja. Ich kann mit diesen Figuren nichts anfangen. Ich könnte die alle in die sogenannten Agoniekammern stecken. Oh, das war eine. Ich hoffe, das ist so zukunftsweisend wie andere Star Trek-Technologien aus den, ich glaube, 60ern, die jetzt mittlerweile umgesetzt sind. Vielleicht werden wir eines Tages Ach, und ich bin Agon. derjenige, ja, der das frönt. Ich freue mich nicht, wenn jemand stirbt, aber Agonie ist nicht Nein, Mortem. nein, du erinnerst dich, der Zitat wurde ja auch gerade gesagt, ja, Lorca wird nicht den Tod genießen, weil das wäre ja zu nett. Sondern wir schicken ihn in die Agoniekammer, die du Nee, also dann. die Idee, so einen Scheiß zu erfinden, als jetzt Star Trek Schreiber, Also ich finde, Buchschreiber, das fand ich gut, das fand ich lustig. manche Schulen bräuchten so eine Agoniekammer, wie so eine Oh, eiserne lieblich. Jungfrau. Nur eine eiserne Jungfrau bist ja sofort tot, glaube ich, ne? Eine Agoniekammer wäre viel Nee, nicht besser. sofort. Also jede Schule müsste eigentlich per Ja. Gesetz eine Agoniekammer haben. Ja, so einen moderat elektrischen Stuhl. Ja, so als Abschreckungsmaßnahme wenigstens. Ja. Ja. Und wenn nicht, dann gibt es dann halt die sogenannte. Eine Lüsterklemme an die Zunge, eine an die Eier und dann wird Ja, es aufgegeben. wie ist dieser Film, den ich dir noch nicht empfohlen habe? Die Ausdünnung.
Thinning. Ja, Wenn, den Thinning. die dann in eine Agoniekammer kommen, dann findet zeitgleich im Bildungssystem ein sogenanntes Thinning statt, dieser YouTube-Film nämlich. Und zwar eine akademische Ausdünnung, kann man das so sagen. Ja. Den müssen Twister natürlich auch noch sehen eigentlich und bewerten. Ja, also für Babbeln im Unterricht wird direkt auf dem Schulhof öffentlich nackt ausgepeitscht und zwar falsch rum aufgehängt. Ja, das waren dann ja auch Unterhaltungs- und Abschreckungsmaßnahmen ja. Früher. Natürlich. Ja, das ersetzt sogar das Peinigung. Klassenspiel. Ja, absolut. Ja, natürlich. Das Schauspiel, das lässt sich keiner entgehen. Nein, so war das ja früher. Das ist ja, das ist ja der Vorgänger des Horrorfilms sozusagen letztendlich. Ja, ich weiß, da bist du ja Profi. Nein, also... sagen wir mal so, ich erkenne den pädagogischen Wert solcher Maßnahmen und das ist jetzt ausnahmsweise kein Scherz. Wir wollen natürlich keine Schüler falsch rum aufhängen und so, aber drastischere Maßnahmen bringen drastischere Früchte, sagen wir mal so. Und das schneller als ja, andere Maßnahmen. Ja, weil eine der Schlussanstellungen war ja, wie unser Lorca dort gefangen war und schrie bis zum geht nicht mehr, ja, schrie das, sein Leib aus der Seele, weil er eben gequält wurde in Agony. Ja. Ja, Chamber of Agony oder sowas. Hört sich eigentlich verdammt cool nach einem Filmtitel an. Ja. Ja, okay, also Lorca wurde dann gequält. Ja, und jetzt geht's eben los. Die müssen so tun, als ob sie zu diesen Terranern gehören würden, zu diesem Imperium. Müssen da quasi alle Schauspielern, um da durchzukommen. Und es gibt da halt, das ist wie ein Tanz auf dem Vulkan, weil wir wissen, Tyler ist verliebt in Michael, obwohl Tyler ja eigentlich... Oder ein Teil von ihm. Ja, genau, ein Teil von ihm, weil er ja nicht der ist, der er zu sein scheint. Sondern vielleicht tatsächlich mal ein Klingone war, was dann auch diese Internet-Theorie verifizieren würde. Oder? Ja, also ich, wie gesagt, ich finde den Tyler ausgesprochen spannend. Und schaue mal, wie die das aufbauen. Das finde ich das Spannende daran, wie die versuchen, uns das zu verkaufen. Bisher finde ich es relativ gut mit Blick auf den Arzt, was er da gesagt hat. Wie sie sich vorstellen, sowas zu konstruieren an jemandem biologisch, ihm irgendwas einzusetzen, was dann eine intellektuelle Emergenz zum Scopus hat letztendlich. Das ist eine Sache, die finde ich ausgesprochen spannend. Und da ja, warte ich mal drauf, wie sich das weiterentwickelt. Ich wünschte wirklich, es wäre noch eine zweite Folge oben gewesen, denn ich hätte gern gesehen, wie sich der Tyler jetzt verhält. Und ich weiß, wir haben jetzt wenig über den tatsächlichen Geschichtsverlauf der Serie, der Folge gesagt, die wir jetzt geschaut haben. Allerdings setzen wir voraus, dass die Leute, schon kennt, dass ihr das wisst, dass wir da ein paar Gedanken haben, zu teilen können und meine Prognose, was den Tyler angeht, so ist es so, dass ich glaube, dass er möglicherweise, das ist jetzt eine Theorie von mir, dass er vielleicht mit seiner klingonischen Komponente jetzt mehr Gefallen an dem Paralleluniversum finden würde, aufgrund des Hergangs der Gegebenheiten dort, dass er vielleicht versuchen wird, die Crew da zu halten, dass er vielleicht so ein heimlicher Saboteur oder irgendwie so wird, der dann irgendwann mit der Klingonen zusammen nach größerer Macht strebt oder so. Ich bin mal gespannt, wie sich das letztendlich outet, denn jetzt ist eigentlich alles offen, wenn man so will. Das finde ich durchaus interessant. Also ich hätte jetzt gern noch die nächste gesehen, muss ich ehrlich zugeben. Auch wenn ich diesen Cliffhanger mit dem Lorca, der jetzt in der Agoniekammer erstmal richtig Party hat, sehr, sehr fad fand. Also dafür hätte ich die Serie jetzt nicht weitergeguckt. Das fand ich überhaupt nicht spannend. Ich fand es bloß ein bisschen enttäuschend, dass sie, und auch, das macht auch inhaltlich keinen Sinn, das ist ein kleiner Kritikpunkt, denn der Captain, wie hieß er, Michael, der war hochdekoriert, extrem respektiert und so und bringt sogar Leute um aus unerfindlichen Gründen, dass Leute Beifall klatschen, obwohl sie letztendlich nicht wissen, warum sie den Typen, mit dem sie auf die Brücke dann kam, umgebracht haben. Ihr die Respektlosigkeit zu erweisen, den Lorca in die Agoniekammer zu tun, trotz dass sie sich vehementestens und unter Androhung drakonischster Strafen für die ganze Crew sogar, du erinnerst dich, dagegen ausgesprochen hat, macht überhaupt keinen Sinn, dass sie ihn dann trotzdem reingetan haben. Das macht überhaupt keinen Sinn. Und das ist so eine kleine Sache, aber
Lange Rede, kurzer Sinn. Dafür hätte ich es jetzt nicht geguckt. Das ist ein bisschen aufgefallen. Aber die Sachen mit dem Universum, wie sie vielleicht zurückkommen, wie das mit dem Seher ist, der jetzt der Stibbits geworden ist, nicht wahr? Heißt der überhaupt Stibbits oder wie ist der? Stamets. Stamets. Ich denke immer an Clown, an Stibitzen. Deshalb habe ich mir den so gemerkt. Also generell, die Story finde ich spannend. Cliffhanger war jetzt schlecht von dem 10. Film, von der 10. Folge. Aber generell, Story-Integritätstechnisch hat Star Trek für mich einiges zu bieten und ich finde es durchaus sehr spannend, das weiter zu verfolgen. Also für mich tun es die Bilder und tatsächlich sogar mal die Story wirklich absolut ausreichend, um da dran zu bleiben. Ab jetzt von irgendwelchen politischen Fußnoten, die mir missfallen, oder von irgendwelchen charakterspezifischen Defiziten, die da zu verbuchen sind. Was für ein Schlusswort, würde ich sagen. Ja. It's Turkey-Lurkey Time, würde ich sagen. Ich weiß nicht mal, was das bedeutet. Es klingt. Truthahn. Weil wir doch. Und Lurky? Lurkey. Ja, Dass wir jetzt to den lurk Truthahn feiern. somewhere. It's Turkey-Lurkey Time. Das ist ein Song. Time Turkey run away, but he just came home. Ich glaube, Okay. bevor du hier Thanksgiving erwähnst, solltest du dich mal intensiv mit Thanksgiving beschäftigen. Aber es ist ja erst Ich irgendwie die glaube zweite, nicht, es ist aber erst die zweite Januarwoche, also die ich zweite weiß nicht Woche. mal, wann das ist oder was das soll. Das ist irgendwas Amerikanisches. Ja, wunderbar, hast du toll auf den Punkt gebracht. Egal, ich bin gut. Wissenschaftlich analytisch perfekt. Oh ja. Vielleicht machen wir mal an Thanksgiving einen Thanksgiving-Podcast, würde Wann ich ist denn sagen. Thanksgiving? Liebe Freunde, Nein, das wollen wir jetzt wissen. ob euch Star Trek Wann gefallen hat. ist Thanksgiving, das Datum? Nur damit ich mich darauf Also einstellen es kann, ist sehr im wichtig. November, ich meine, es müsste irgendwie der, also es ist nicht der Ach, 31. dann haben wir November. ja noch ein bisschen Zeit. Ja, also Thanksgiving ist im November, immer so einen Monat vor Weihnachten in etwa. Und da wird dann schön Truthahn gegessen. An Erinnerung, dass sich die Puritaner mit den Einheimischen, mit der Bevölkerung Amerikas, ja, sehr gut verstanden hat letztendlich und das Brot geteilt hat und ein Turkey verspeist hat und daran wird dann gedacht letztendlich. Das sind dann diejenigen von Wow. der Mayflower gewesen, du erinnerst dich, die Ah sind da ja ja. angekommen, ne? Und Neuengland und dann die Kommunikation und so ist dann Thanksgiving entstanden. So viel dazu. Ah Ich ja. glaube, auf Thanksgiving sind wir nur gekommen, weil wir uns am Anfang so viel bedankt haben untereinander. Twister, ich danke auch dir, denn es gibt jetzt nämlich eine Menge Fragen, ob Thanks for Jonathan. having me. Ja, natürlich, selbstverständlich. Es gibt eine Menge Fragen noch natürlich, ob Jonathan Frakes noch die Regie führen wird im nächsten Teil. Wer der Imperator ist, ob es Imperator Palpatine sein wird oder Imperator Snoke. Ob Tyler ein Klingone ist oder wie viel Persönlichkeitsschichten er doch hat, wie eine Torte, musst du dir das vorstellen. Und ob die Tilly tatsächlich noch eine Valkyrie darstellen wird, ob der Milchbubi wieder auferstehen wird oder ob wir beide noch in die Agoniekammer kommen, wenn wir weiterhin so viel wirres Zeug reden. Das alles werden wir in der nächsten Episode von Twister Talk im Rahmen des Project Pop Culture Podcasts erfahren. Liebe Zuhörer, und wir wollen hier gendergerecht sein, und liebe Zuhörerinnen! Liebe Zuhörerinnen, auch. Nein, wir wollen stark sein, nur liebe Zuhörer. Liebe Zuhörer, Dankeschön. Nein, liebe Zuhörer und liebe Zuhörerinnen, vielen Dank fürs Zuhören, wenn ihr sogar hier bis zu diesem Endpunkt ausgehalten habt. In diesem Sinne wünschen wir euch jetzt schon frohe Thanksgiving. Tschüss. Ciao, ciao.